Willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Minecraft. Und ja, wir bilden erstmal das Terrain voller Elan. Und stellen fest, dass sich absolut gar nichts hier verändert hat. Ja. Na nu, was ist denn das hier? Okay. Mal davon abgesehen, dass die Kühe dezent laut sind. Okay. Gut, unsere Bäume sind. War hier Tschernobyl oder was? Okay, unsere Bäume sind mutiert. Läuft auf jeden Fall. Ich habe mit vielen gerechnet, aber nicht damit, ehrlich gesagt. Ja, gut. Das ist auf jeden Fall. Schön ist was anderes. Interessant. Ich dachte mir, das passt mal so gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja. Man sieht, ich habe ein bisschen experimentiert. Ich nehme jetzt 1080p auf und ich habe eine hohe CPU-Auslastung. Was ich ehrlich gesagt jetzt mal rein gar nicht verstehe. Das Spiel ruckelt ein bisschen viel. Und ich habe keine Schaufeln mehr. Lass mich raten, Holz haben wir auch nicht mehr. Oh doch, wir haben noch Holz. Na, wenigstens etwas. So. Gut. Ich hau mal wieder meine Mütze auf. Denn es hat heute geschneit. Klingt komisch, aber als ich das letzte Mal aus dem Fenster geguckt habe, hat es geschneit und das Dach war weiß. Jetzt kann ich schon aus dem Fenster gucken, aber ich sehe nichts, weil es ist dunkel. Ich habe nämlich das in der Nacht aufnehmen im Moment etwas für mich entdeckt. Denn das bietet einen riesigen Vorteil im Vergleich zu tagsüber aufnehmen, denn ich muss dann den Rollladen nicht runterlassen. Weil es draußen sowieso keine Sonne reinscheint, die den Greenscreen ja anders einfärbt. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das wirklich bezeichnen soll. Davon abgesehen würde ich auch fast vorschlagen, dass wir hier den Weg mal erstmal durchziehen. Quasi hiermit schon anfangen. Einfach nehme ich schon mal vom Grundlegenden her die Form habe. Ich glaube, Helligkeit kann man immer noch nicht hochstellen, wenn ich das richtig gesehen habe. Nein. Gut. Dann wird das jetzt erstmal wieder sehr mühsam für meine Augen, je nach. Ich freue mich. Hier ist Kohle. Darüber freue ich mich im Gegensatz zum anderen tatsächlich wirklich. Weil Kohle verdammt geil ist. Oh ja. Weil es einfach Kohle ist. So. Die nehmen wir natürlich mit und mir fällt auf, ich habe definitiv nicht genug Spitzhacken dafür, um jetzt hier erstmal alles so, also um halt das gerade hier zu machen, was ich gerade mache. Deswegen ist das vielleicht doch keine so gute Idee. Hier zu meinen, den Graben für den Weg auszuhöhlen. Das ist eigentlich eine sehr dumme Idee.
Oh Mann. Okay. Ja gut, da komme ich jetzt aber auch nicht drum rum. Jetzt habe ich es dann doch schon angefangen. Okay. So. Man merkt schon, ich habe hier vielleicht mich ein bisschen verplant. Beim Anlegen des Ganzen. Ist irgendwie die Haltbarkeit hochgestellt? Habe ich halt irgendwie gerade so leicht das Gefühl. Oh, warte, vielleicht, ich schalte mal noch mal kurz um. Kann auch sein, dass ich ein anderes Problem habe. Nein. Okay. Gut, wir sind gleich. Wir sind natürlich schon sofort wieder zurück. Also daran, dass ich keinen Festplattenspeicher mehr habe, liegt schon mal nicht. Dass es so ruckelt. Okay, also dass die natürlich die. Okay, also es könnte sein, dass wir ein paar kleine Probleme jetzt halt auch kriegen, dass die Haltbarkeit hochgestellt wurde. Denn. Hoppla. Dadurch. Sammeln wir mit einem Item viel mehr Items auf. Was dann im Gegensatz dazu führt, dass unser Inventarplatz viel, viel, viel schneller vollgespammt wird. Ja, natürlich, also man merkt es schon deutlich. Also normalerweise war nach über einem Stack, also nach einem Stack und einem Item Schluss bei den Steinwerkzeugen. Jetzt ist das irgendwie nicht mehr so. Das ist interessant. Noch ein bisschen cool. Weil wir da auch einen viel weniger großen Holzverschleiß bei der Sache haben. So. Die Frage ist natürlich, wofür benutzen wir denn hier jetzt den ganzen Sand? Das wäre so meine primäre Frage. Wow. Tatsache, wir sind jetzt auf einer sehr hohen Haltbarkeit angekommen. Bei den Items. Ist auf jeden Fall feierbar. Wahnsinn. Durchaus angenehm, sage ich jetzt mal. Durchaus. So, da, da, ja gut. Hat natürlich jetzt alles ja gut, das habe ich glaube ich schon gesagt. So, davon muss ich jetzt hier aber erst noch die Kohle mitnehmen, aus dem Grund, weil wir dann wieder fackeln. Alter, ist das hier viel Kohle. Du meine Güte. Ist das normal, dass direkt mit dem Spawnpunkt so viel Kohle ist? Schöne Überraschung. So, hier. Hüp. Okay, über die Beleuchtung des Weges, wie sie später sein soll, muss ich mir dann auch noch mal ein paar Gedanken machen. Also in der jetzigen Form kann ich das definitiv nicht lassen.
auf den Boden. Wie sieht das denn aus? Was vielleicht cool aussehen könnte, wäre eine Beleuchtung von oben. Gut, aber wie das denn genau aussieht, das zeige ich euch lieber noch nicht. Das erspare ich euch nochmal. Gut. Als nächstes der Ablaufmechanismus unten. So. Also wenn ich jetzt annehme, dass hier das Feld vorbei sein soll. Okay, was es aber noch nicht sein wird, weil zumindest bis. Da so. Dann sagen wir jetzt mal, da vorne ist das Ende. Kann ich schon mal einigermaßen das Ganze ja kalkulieren. Ich bin ein großer Symmetriefreund. Ich will halt dementsprechend das Feld seitensymmetrisch aufbauen. Das heißt, hier geht's hoch und hier geht's hoch. Und beides wird dann genau drei Felder auf 24 ergeben, einfach weil es schön aussieht. Das Muster ist erprobt und das finde ich jetzt gut. Ich finde 24 ist eine legitime Breite. Alles in einem Stück sieht halt auch irgendwie dämlich aus. Deswegen dreigliedern wir es. Und das hat außerdem noch den Vorteil, dass man später Kartoffeln und Karotten noch mit anpflanzen kann und ein strukturiertes Feld dafür hat. So, jetzt müssen wir hier aber erstmal den Weg reinmachen. Dieser Weg hier hat übrigens den einzigen und alleinigen Sinn, das Geerntete aufzusammeln. Weil es absolut keinen Mechanismus schon gibt, der das aufsammeln könnte, muss man das so machen. So, wir haben jetzt hier quasi das Feld. Dafür muss ich das Ganze hier noch etwas weiter abgraben. Es wird sehr geil aussehen dann später mal. Ist halt jetzt in der Planung und alles einfach ein bisschen wirr. Man versteht eventuell den Sinn dahinter noch nicht ganz. Das ist alles kein Problem. Das ist nicht schlimm. Also wirklich nicht. Kann man schon Sandstein machen? Und Tatsache. Kann man auch schon Glatten machen? Nee. Okay. Das wäre natürlich eine ganz nette Option für die Außenfassade. Ich glaube, das sieht nicht so toll aus. Insgeheim eigentlich. So, hier geht es dann noch zwei weiter, denn es soll ja auch optisch schön sein. Da kommt man nicht drum rum, zumindest zu versuchen, dass das alles halt wie ein richtiges Feld aussieht. Denn man sieht ja, wo, wenn man das Feld pflügt, ist es ja ein bisschen tiefer. Und genau da sieht man halt den Block, der dahinter liegt. Und ich finde das persönlich potthässlich, wenn das nicht Erde ist. Wenn das jetzt zum Beispiel in dem Fall Stein ist, finde ich, sieht das nicht gut aus. Und deswegen haben wir hier dann so einen vier breiten Erdegraben. Also wirklich auch aus Erde. Dahinter kommt dann das.